Hallo Leute, hier bin ich wieder und heute gibt es wieder ein Make-up-Tutorial. Also dieses Mal zu diesem Augen-Make-up. Ich hoffe, ihr seht das gut. Geschlossenes Auge, offen. Ja, mir gefällt vor allem dieses Goldige. Und ich möchte es jetzt dann auf diesem Auge natürlich dann für euch nachschminken, damit ihr das zu Hause ganz schön nachschminken könnt. Weil dieser Look gefällt mir irgendwie so mega gut. Also, dann fangen wir auch gleich an. So Leute, und dann fangen wir an. Für dieses Augen-Make-up benutze ich heute nur eine Palette. Ich habe sie jetzt schon mehrere Male benutzt und sie ausprobiert und sie ist einfach mega, muss ich sagen. Sie hat alles, was eine Palette für mich haben sollte und da will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Das wäre dann diese Palette hier von BH Cosmetics mit Mrs. Bella und die heißt The Dark Side. Fangen wir auch schon an zu schminken. Ja, also ich nehme zuerst einen Blenderpinsel, den größeren, den ich habe, und gehe damit in das ein bisschen rein und mache damit hier in die Lidfalte, ins Eck und über die Lidfalte schminke ich da einfach rein. Ich muss sagen, diese Farben sind extrem gut pigmentiert, dass man nicht allzu viel nehmen muss, weil wenn man zu viel nimmt, dann ja, zum Verblenden ist das dann ein bisschen schwieriger. Ja. Ich nehme noch ein bisschen und das hier oben ein bisschen. Da habe ich jetzt schon ein bisschen zu viel genommen. Ja, ich klopfe das jetzt ein bisschen so auf meinem Handrücken und da hier so ab und versuche das schön zu verblenden. Also immer ein bisschen aufpassen und ihr könnt auch bis ganz nach vorn gehen. So, dann nehme ich den Braunton mal ein bisschen und mache sozusagen dasselbe. So, jetzt nehme ich ganz wenig. Tupfe es zuerst hier ins Eck. Gehe ich auch ein bisschen über die Lidfalte. Und natürlich auch in die Lidfalte. Also der ganze Prozess einfach mit allen Farben. Jetzt nochmal. Gehe hier oben ein bisschen. Damit drüber. Versuche hier schön in die Lidfalte nochmal reinzugehen. Auch hier.
dann nehme ich den größeren und versuche es ein bisschen besser zu verblenden. Ich finde, es ist jetzt, glaube ich, genug. Dann nehme ich einen Concealer von Manhattan und versuche eine Cut Crease zu machen. Also, das ist etwas, was ich noch nicht so oft gemacht habe. Aber Übung macht den Meister, also los geht's. So. Dann nehme ich dann so einen Pinsel und mache es mit. Ich muss echt gut aufpassen hier. Ist mir gelungen. So, und jetzt werde ich, ich glaube, jeder würde jetzt den einen Finger nehmen und das dann hier raufdrücken. Ich habe hier einen Paddelapplikator, heißt der. Das ist so silikonmäßig, also ähnlich wie der menschliche Finger, einfach silikonmäßig, und mit dem kann man ganz gut auch die Farbe auftragen. Ich mache das auch gar nicht nass oder irgendwas, sondern gehe da nur so, wie mit dem Finger auch würde reingehen, einfach nur tupfe das hier rein und dann tupfe ich es hier rein. Einfach mit dem, es ist einfach präziser als mit dem Finger. Deswegen mache ich das mit dem. Das ist so ein schönes Gold. Ich finde es wunderschön. So, da bin ich mit dem Gold ja schon fertig. Dann nehme ich noch, Moment mal, so einen Pinsel. Mit dem gehe ich noch ins Nox ganz fein rein und versuche hier am unteren Wimpernkranz entlang zu gehen. Bis nach vorn. Ja, genau so. Und dann nehme ich meinen Liquid Eyeliner, meinen von Maybelline, und mache einen dünnen Eyeliner-Strich so.
dünn, wie es eben nur geht. Ja, wie gesagt, so dünn wie möglich. Dann nehme ich noch einen Kajalstift. Ich habe meinen von Catrice. Und gehe in die Wasserlinie rein. Unten. Und so gut es geht auch oben. So. Und was fehlt mir jetzt noch? Also ich gehe noch mal mit dem hier, wo noch ein bisschen schwarz drauf ist, hier bei der Cut Crease noch ein bisschen entlang. Ja. Und dann geht's schon mit der Wimpernbusche weiter. Also, ihr seht jetzt, okay, hier habe ich ein bisschen mehr Produkt als hier, aber das können wir gleich mit einem Pinsel hier auch ein bisschen verblenden. Das ist so. Also, das wäre eigentlich das Augen-Make-up, also das wäre eigentlich schon das fertige Augen-Make-up. Ich möchte euch aber noch von der Palette, ich habe vorhin bei der Make-up-Routine nur einen Bronzer aufgetragen und sonst gar nichts, und deswegen fangen wir jetzt mit dem Rouge an. Also ich fahre da nur ein bisschen rein und dann gebe ich das hier so ein bisschen auf. Ups. Ja. Ich hoffe, ihr seht das. Es ist nämlich schon wirklich viel. Ja, es ist wirklich ein schönes Rouge. Ja, jetzt wo ich ein bisschen weiter weg bin von der Kamera, ihr seht, da sieht man den Rouge schon viel besser. Als wenn ich jetzt so nah bin, sieht man den jetzt nicht so extrem. Ich muss jetzt kurz meinen Blender Brush sauber machen, da er ja schwarz war. Und jetzt kommt der Highlighter auch mit dem. Und da gehe ich mal rein. Und leite mal diese Seite hier. Ich hoffe, ihr seht das gut. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Ich finde, man sieht das gut, wie das glänzt. Oh, jetzt. Genau. Auf der anderen Seite auch. Wow. Also es ist echt ein hammermäßiger Highlighter. Und
dann durch unter die Augenbraue auch ein bisschen drauf. Ja, also man braucht eigentlich nicht viel. Man sieht den Highlighter echt mega. Ja, ich kann nur sagen, die Palette ist mega schön und die Farben natürlich auch. Und sie ist sehr praktisch. Vor allem für Leute, die sich ein bisschen mehr schminken, so wie ich. Und da ist sie wirklich mega praktisch. So, also jetzt habe ich auch noch Rouge und Highlighter raufgetan und jetzt denke ich, sollte ich auch noch einen Lippenstift auftragen. Ich habe hier einen von MAC Frost, heißt der, ja, und der sieht so aus. Ich weiß nicht, seht ihr das? Der ist goldig. Und den trage ich jetzt mal auf und übertreibe es mal. Ja, habe schon übertrieben. Ich kann auch mehr übertreiben. Ich gehe jetzt mit dem Finger noch ins Goldige von der Palette rein. Also ist extrem goldig. Natürlich werde ich jetzt noch einmal übertreiben. Und noch ein Gloss drauf tun. So, ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich würde so auf jeden Fall aus dem Haus gehen. Also, jetzt gehe ich noch kurz und mache mir die Haare und dann seht ihr das fertige Ergebnis. So Leute, das wäre das, also mein fertiger Look zu diesem Make-up-Tutorial, zu diesem Augen-Make-up-Tutorial, der, jetzt wenn ich näher komme, ihr seht alles aus Gold oder Schwarz, Gold, Schwarz, Gold, Schwarz. Es gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ich hoffe, ihr könnt das zu Hause gut nachschminken. Ich möchte euch nur noch dazu sagen, die Palette, die ist mega und ja, ich kann sie nur empfehlen. Sie kostet nicht mal 20 Euro, 19 Euro, irgendetwas. Ich habe sie im DM gekauft und ja, also wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ihr es natürlich zu Hause auch so nachschminken könnt, dann würde ich mich sehr freuen und würde mich natürlich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Am meisten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.